Marc Bellinghaus. Ich befinde mich hier in der Autobahnkapelle in Rooksel und ich wollte mit euch ein paar Sachen, ein paar Stationen meines Aktivismus zeigen. Das ist das Tor zum St. Paulusdom und hier habe ich vor Jahren schon meine Thesen gegen Kindesmissbrauch festgeklebt. Das ist das Adamnath-Luther-Haus. Das damals ist Gott sei Dank jetzt umgewandelt in Eigentumswohnungen. Das Alumnat existiert nicht mehr. Das ist der Ort des Verbrechens. Hier sind meine Unterlagen mit Stempel Evangelische Kirchengemeinde in Koblenz Mitte, mit genügend Beweisen, um genau zu beweisen, was ich euch erklärt habe. Hier ist ein großer Artikel der Glocke, wo drin steht, Opfer fordert höhere Anerkennungszahlung. Hier ist ein Dankesschreiben mit der Unterschrift von Herbert Reul. Ja, Kindesmissbrauch ist wie Mord. Hier ist ein Zusammentreffen mit Kardinal Wölki, Erzbischof von Köln. Hier ist er nochmal. Ich komme sehr gut mit ihm aus. Er hat auch mein Kunstwerk, das Jesus aus dem Sperrmüll gesegnet. Und hier habe ich meine Predigt, mein Gebet im Kölner Dom gehalten. Hier steht Kardinal Wölki, wie er zuhört. Und all das könnt ihr auch online verfolgen. Ich wäre der perfekte Nachfolger von Annette Kurschus. Gott ist mein Zeuge. Amen.